Oh, okay, der Klaps war heftig. Okay, ich bin gerade ein bisschen überfordert tatsächlich. Also wir sind wohl ein Level höher gegangen, haben Plastik bekommen. Aha. Du hast dich ziemlich gut geschlagen. Digga, ich hab dem nur einen Klaps gegeben. Das war ein Angriff. Meine lieben Zugucker, ein herzliches Willkommen zu Cassette Beasts. Ich hab keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ohne Scheiß, das ist wieder ein... Ja, meine Batterien sind fast wieder leer. Man kennt's. Ja, es ist ein Pokémon-Game, könnte man sagen. Glaube ich zumindest, wenn ich mich nicht irre. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ist den Sound eingestellt. Ich müsste mal gucken, ob ich irgendwie... Speedrun-Timer, das ist ja cool. Okay. Ob ich vielleicht meinen Controller umstellen kann, aber nö. Okay. Ja, soll wie Pokémon sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und in dem Sinne würde ich sagen, legen wir einfach direkt los, schnacken nicht lange und auf geht's. Wir machen natürlich eine leere Datei. Nur reitet dieser Ritter durch das Reich in die Wildnis von Viral, wo es nur wenige gibt, die Gott oder andere mit gutem Herzen liebten. Sir. Oh, okay, Hilfe. Hilfe. Oh, krass, Alter. Ach, cool. Ach, guck mal. Das ist ja. Oh, das ist ja nett gemacht. Guck mal, deine Pronomen. Er, ihm, sie, ihr. Oh, das ist ja nett. Das ist ja cool, dass es von dem Game irgendwie so implementiert wurde. Das ist ja. Okay, krass. Cool. Die sind auf jeden Fall sehr genderfreundlich. Finde ich gut. Also finde ich ziemlich cool. Wir machen hier einfach ein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir machen. Goodie. Komm, wir machen wieder Goodie. Das kriegen wir hin. Lieblingsfarbe. Ich mag tatsächlich die Farbe. Frisur, akkurat. Fukuhila, der. Was haben wir denn hier? Dreads. Topfschnitt. Langer Zopf. Schräg. Komm, wir nehmen den schräg. Und ich hätte gerne gelbe Haare. Gelbe Haare? Ich kann kein... Okay, doch, da. Keine Ahnung, was das... Alles klar. Ist kein Ding. Machen wir. So. Bei der Charakterentwicklung bin ich immer sehr, sehr... Ja, was heißt eigen? Es ist mir halt einfach egal. Wirklich. Es ist mir wirklich immer egal. Ach, jetzt kommt die erste Ladezeit. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lange. Okay. Wir sind angekommen. Oh, Gas. Alter. Okay, das sind gerade mal 30 Frames oder was? Okay, wir können hier Spuren. Alter, was ist das? Okay, ich... Alles klar, wir nehmen einfach mal... Keine Ahnung, was das hier ist. X. Erhalten. Holz. Eine verwertete Grundressource, für die du Gegenstände und Dienstleistungen erhältst. Okay. Und was passiert jetzt hier? Also wo müssen wir hin? Also ich finde den Artstyle ziemlich geil. Ich mag diesen Pixel-Look tatsächlich. Da kommen wir nicht rein, weil uns der Schlüssel fehlt. Aha, aha, aha. Wir gehen ja einfach... Ah, guck mal, da ist jemand. Ah, wer ist das denn? Oh nein, du sagst mir jetzt aber bitte nicht, dass es bei jedem... Hey! Mach jetzt keine plötzlichen Bewegungen. Verkehrskram haben es nicht so mit Fremden. Und eigentlich auch mit niemandem. Hier, bitte. Geil, ich krieg einen Walkman. Nice! Gib mir den Walkman. Okay, kurze Frage. Was ist dein Style? Alter, ich habe keine Ahnung. Gruselig oder süß? Komm, wir machen süß. Ja, das sehe ich. Dann nimm die hier. Bonbon-Teufel und ich krieg einen Erfolg. I want candy. Okay. Bio 1. Bonbon-Teufel Nummer 14. Oh krass, guck mal, das ist ja... Oh, das ist ja wie aufgebaut, wie bei Pokémon. Bio 1. Bonbon-Teufel besitzen die seltsame Fähigkeit, Süßigkeiten aus ihrem Körper zu produzieren, die sie als Geschenke oder ballistische Geschosse einsetzen können. Was? Manche finden dies charmant, wohingegen andere es als ziemlich eigenartig und eklig ansehen. Okay, Bio 2, höre die Kassette diesmal auf 5 Sterne und weitere... Okay. Okay, wir machen das mal dicht. Okay, leg sie jetzt in deinen Kassettenspieler, setz die Kopfhörer auf und drück auf Play. Das könnte ein bisschen seltsam werden, aber halt dich einfach an mich. Aha. Okay. Du bist dran. Nur zu.
Alter, what the fuck? Atmen. Du gewöhnst dich gleich dran. Machen wir ihn die Hölle heiß. Alter, okay. Also wir können kämpfen, wechseln, Gegenstände fliehen und aufnehmen. Was ist denn aufnehmen? Okay. Ach so, aufnehmen ist wahrscheinlich... Ah, aufnehmen ist wahrscheinlich fangen. Okay, wir machen mal den Kampf. Oh, das sieht aber nicht so geil aus. Oh, das ist aber ein komisches Menü. Klaps. Kraft 30 trifft ein Ziel. Und dann hier Zuckerrausch. Erhöht passiv das Tempo des Benutzers im Verhältnis zur Menge der verlorenen TP. Komm, wir geben dem Ding mal einen Klaps. Auf geht's. Und dann haben wir hier mit dem anderen, haben wir Spucken, Ausweichen und Hilferuf. Okay, auf geht's. Oh, okay, der Klaps war heftig. Okay, ich bin gerade ein bisschen überfordert tatsächlich. Also wir sind wohl ein Level höher gegangen, haben Plastik bekommen. Aha. Du hast dich ziemlich gut geschlagen. Digga, ich hab dem nur einen Klaps gegeben. Das war ein Angriff. Wie heißt du eigentlich? I'm Kaylee. I'm Kaylee. Freut mich, dich kennenzulernen, Goody. Naja, wir sollten dich wohl ein bisschen aufwärmen, bevor du in deinen Pyjama noch erfrierst. Aha. Alter, was passiert hier? Was ist das für ein Game? Okay, es ruckelt ein bisschen, aber das ist auch noch recht neu. Muss ja noch ein bisschen gepatcht werden oder so. So, was haben wir hier? Was meinst du? Ziemlich idyllisch, oder? Okay, ich würde gerne wissen, wo ich bin, Alter. Willkommen in Hafenstadt. Aha. Dein neues Zuhause. Mein neuen Zuhause, wie jetzt? Genau, ja, tut mir leid. In solchen Sachen bin ich nicht besonders gut. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Du sitzt hier fest. Genau wie wir alle. Okay. Und wir fallen um. Wonderful. Dr. Pensby. Ah, wunderbar, du bist wach. Kaylee hat mir ganz schön Angst eingejagt, als sie bei mir angeklopft hat. Oh, ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht, Goody. Ich glaube, es ist nichts Ernstes. Die erste Transformation ist immer ein ziemlicher Schock. Aber zufällig gab es in Hafenstadt noch einen Platz für dich. Also wohnst du jetzt hier. Wo zum Fick bin ich hier? On Earth? In der Welt? Was? Kaylee, hast du es dem nicht ge... Okay, ein kleiner Tippfehler. Sorry. Tut mir leid, das hätte ich machen sollen. Ich will dich jetzt nicht mit Informationen zuballern, aber du bist auf einer Insel namens Neu-Viral. Sie ist nicht unbedingt auf der Erde, zumindest glaube ich das. Gibt es einen Weg zurück nach Hause, müssten wir fragen? I'm afraid not. Alter, wie halt einfach direkt die Musik aufhört. Einfach direkt so böse Stimmung. Musik ist, weißt du, vorher alles super geil und super toll und super fruchtig. Fruchtig. Okay. Und dann, nein, gibt es nicht. Musik aus! Wir sind am Arsch. Seit einem Jahrhundert versuchen Schiffbrüchige schon, in ihre Welten zurückzukehren, aber ohne Erfolg. Aber das wird schon. In Hafenstadt gibt es eine Gemeinschaft, in der die Leute aneinander helfen. Es ist kein schlechtes Leben. Und es ist sicher, naja, mal abgesehen von den Monstern. Wie das gegen das wir gekämpft haben, wie auf dem Kassettenspieler. Okay, was zum Fick? Ja! Yeah. Ja, ich gehe mal auf Patrouille. Wenn du mitkommen möchtest, triff ich am Tor, direkt hinter der Brücke, über die wir in die Stadt gekommen sind. In der Zwischenzeit kannst du dich gerne bei deinen neuen Nachbarn vorstellen. Es dürfte sich herumgesprochen haben, dass ein neues Gesicht in der Stadt ist. Wir haben auch Kleidung für dich besorgt. Allerdings könnte sie für deine Zeit etwas altmodisch sein. Aber das ist alles, was wir haben. Meine Zeit. Tut mir leid, ich texte dich schon wieder zu. Bis bald, okay? Tschüss! Jawohl, danke. Dann können wir uns gerne weiter unterhalten. Meine Klinik ist ganz in der Nähe. Komm vorbei, falls du eine Untersuchung brauchst. Das ist bestimmt viel zu verdauen, aber wir haben alle das Gleiche durchgemacht. Okay? Also du auch, Doktor, oder was? Neue Quest. This is the world we live in. Sprich mit Kaylee am Osteingang von Hafenstadt, okay? Erhalten Ranger-Handbuch. Ein Handbuch, das Kaylee dir gegeben hat. Lies es, um dir anzusehen, was du über das Leben auf der Insel Neu-Viral gelernt hast. Und wie mache ich das? Mysterium. Okay. Okay, okay. Okay, Quests haben wir hier. Ah, okay, das wird auf der Karte auch angezeigt. Kann ich hier speichern? Ah, tatsächlich. Perfekt.
Nice! Danke, das geht auf jeden Fall weitaus schneller als bei Pokémon. Das ist ein Briefkasten. Ziemlich seltsam, dass er drin ist, wo niemand Briefe zustellen kann. Trotzdem nachsehen? Stellt eine Internetverbindung her. Ja, okay. Nachsehen. Der Briefkasten ist leer. Auf der Rückseite befindet sich ein Tastenfeld. Gibst du einen Code ein? Nein, ich habe keinen Code, Digga. So, was ist hier? Ach, hier kann ich mich umstylen. Das ist ja nett. Okay, cool. Ach, das ist schön, dass man seinen Stil die ganze Zeit ändern kann. Das ist nett. Was haben wir hier? Okay, keine Ahnung, was das sein sollte. Egal, wir gehen mal hier raus. Oh, 30 Frames ist aber auch echt spärlich hier. Hi! Oh, was mir fehlt? Sport. Warum kann man in Hafenstadt nicht mal ein Fußballteam gründen? Ja, weil es Fußball ist halt. Tja, wahrscheinlich gäbe es wohl niemanden, gegen den man spielen könnte. Diese Riesenkrabben am Strand sind eher nicht auf Wettbewerbe aus. Mhm. Ah, guck mal, ich glaube, die Zeit geht hier nicht um, keine Ahnung. Moin! Hey! Hey, bist du neu auf der Insel? Das sieht man dir sofort an! Ja, danke. Wir können hier ein bisschen hüpfen und sprinten und das ist das... Was ist das? Was ist das für ein Gebäude? Schwarzes Brett der Ranger. Werde Mitglied der Ranger und schließe deine Ausbildung ab, um den Zugang zu diesen Quests freizuschalten. Okay, cool. Dann lass mal reingehen. Vielleicht können wir ja da einfach direkt ja eine Quest abstauben, was weiß ich. Moinsen! Hallo, Sweetie. Hallo, Schätzchen. Wenn du Mitglied bei den Ranger werden willst, Lante ist gerade weg. Sie müsste im Außenposten im Park sein. Wenn du vom Stadtrand aus nach Norden gehst, dürftest du sie nicht verfehlen. Aha. Hier ist ein Boxring. Ich muss schneller werden, wenn ich diese Krabbenmonster hinter mir lassen will. Was ist mit dir? Bist du eine Puppe oder? Hey. Oh, lass uns pumpen. Ah, das wird nichts. Wo ist dein Mitgliedsausweis? Du bist nicht mal ein Ranger. Pff. Als erstes musst du zum Außenposten im Park nordöstlich des Stadtrands laufen und Mitglied werden. Tschüss. Ach, leck mich am Arsch. Okay, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir gehen einfach mal direkt. Ich will da direkt die Quest machen. Ich will ja jetzt hier gar nicht so rummachen. Ihr seht ja, die Stadt sieht ganz nett aus. Aber ich möchte ja erstmal gucken, was hier so geht. Beziehungsweise nicht in der Stadt, sondern ja, hier am Stadtrand. Da ist sie. Also ich mag den Artstil. Der ist wirklich sehr, sehr angenehm. Muss man sagen. So. Hi. Hey. Hi. Fühlst du dich besser? Ein bisschen vielleicht? Du hast dich bei unserem letzten Kampf gut behauptet. Also, ich habe einen Auftrag. Ich habe einen Auftrag erhalten und brauche Hilfe. Meinst du, du könntest mir zur Hand gehen? Klar. Easy. Schön, dass du dich dem gewachsen fühlst. Siehst du den Weg da drüben? Well. Ja. Heute Nacht hat es irgendein Erdbeben oder eine Monsteraktivität gegeben. Man sieht Risse im Boden. Wir überprüfen den Weg und vergewissern uns, dass er sicher ist. Okay, kein Ding! Hier, das ist der Schlüssel für das Tor. Ja, danke, dann machen wir das doch mal. Unser erster Auftrag, Tür aufschließen. Aus dem Inventar entfernt. Okay, Hafen, Torschlüssel. So. Die Monster sind wohl einfach... vorher muss ich dir noch einige Grundlagen zeigen. Hoffentlich bist du bereit für die Verwandlung, okay? Ich denke schon. Du gewöhnst dich im Nu dran. Das ist wie Fahrradfahren. Außer, naja, das Fahrrad verwandelt sich in einen pastellfarbenen gehörnten Teufel. Und du bist das Fahrrad. Okay? Siehst du das Vieh mit den Stiefeln? Das ist eine Sprungfeder. Und sie wird aggressiv, wenn du dich ihr näherst. Also kommst du natürlich näher. Natürlich, klar. Machen wir so. Dann auf geht's. Hi! Okay? Oh, die Ladezeiten sind nervig. So, wir verwandeln uns direkt. Okay, ich soll das Ding wahrscheinlich umhauen. Tutorial, Aktionspunkt. Achte auf diese orangen Quadrat. Hierbei handelt es sich um deine Aktionspunkte oder kurz AP. Für die meisten Aktionen musst du AP ausgeben. Die AP-Kosten einer Aktion werden neben ihrem Namen angezeigt. Wenn du nicht genug AP für eine Aktion hast, kannst du... Okay, ja, bleib. Jedes Gruppenlied... Mitglied erhält 2 AP pro Runde und 1 AP zusätzlich, wenn sein Angriff mit Typvorteil landet. Du kannst vorausplanen und AP für deinen stärksten Angriff sparen, indem du... Ah ja, okay. So, das sind AP, oder was? Wie viel AP habe ich denn? Ich dachte, das steht da. Okay, komm, auf geht's. Bam. Ja, auch spucken, auf geht's. Au. Du hast hier ein bisschen was abgekommen, aber dein Monstergestalt hält das aus. Die grüne Leiste steht für die Gesundheit deiner Monstergestalt. Die rote Leiste für deine Gesundheit. Aha.
Wenn eine Gestalt im Kampf die gesamte Gesundheit verliert, wird die Kassette bestätigt und muss repariert werden. Außerdem wirkt sich Zusatzschaden des Angriffs, der sie beschädigt hat, auch auf deine Gesundheit aus, die rote Leiste. Wenn wir beide unsere gesamte Gesundheit verlieren, müssen wir uns nach Hafenstadt zurückziehen. Verstanden? Ja, easy. Right. Okay, lassen wir es krachen. Bäm! Bam! Okay, der wird wirklich ein bisschen angerotzt. Okay, kann man machen. Komm, auf geht's. Das sind die AP. Okay, trifft das. Okay, auf geht's. Komm. Machen wir das mal. Ja, das schaffen wir. Schönes Ding. Yay. Und wieder eine Stufe höher. Und wir haben ganz viel Stuff bekommen. Erhalten. Schallknall. Ungewöhnlich. Kraft 60 trifft ein ganzes Team. Ah ja, okay. Und dann kriegen wir noch Gegenstände. Nice. Ja. Gut gemacht. Dieser Aufzug sollte eigentlich funktionieren. Hier müsste irgendwo ein Schalter sein. Ja, dann suchen wir doch mal den Schalter. Ich wette, der ist hier rechts. Boah, Digga, ich bin so gut. Gelle? Ich bin so gut. Super, da fahren wir mal hoch. Bei Batterie gehst du voran, aber keine Sorge, ich bleib jetzt bei dir. Ja, nice. Freigeschaltet. Kaylee. Kaylee ist jetzt an deiner Seite. Aha. Hola. Hola. Schönes Ding. Sirenaden sind besonders laute. Ich krieg einen Erfolg für Kaylee. Unlock Kaylee. Okay, haben wir gut gemacht. Sirenaden sind besonders laute Kreaturen und können ihre Singstimme oder Singstimmen durch ihre Mikrofonschwänze und Flügel verstärken. Sie scheinen nicht mitzubekommen, ob ihr Gesang zu laut für die Umgebung ist. Ja, okay, das kennen wir schon. Quest aktualisiert. Folge Kaylees Anweisung. Das kriegen wir hin. Ach so, ich sehe. Unsere HP ist immer dauerhaft geschädigt, bis wir wahrscheinlich uns reparieren lassen. So, dann auf geht's. Hi, na, wie geht's euch so? Brauchst du eine Pause, Goody? Wir können uns hier ausruhen, wenn du möchtest. Ah ja, okay. Diese Feuerstellen markieren Gebiete, in denen du sicher zelten kannst. So hast du die Möglichkeit, Kassetten zu reparieren und wieder auf die Beine zu kommen. Okay, dann machen wir das doch. Hier zelten? Ja. Ach, dafür sind diese Holzdinger. Okay, dann auf geht's. Okay. Kaylee erzählt ja eine lustige Anekdote aus ihrem Leben. Ja, die hätte ich gern gehört. Aber gibt's anscheinend nicht. Ah, jetzt können wir wieder zurück. Jetzt ist es Nacht. Oh cool, es wird auch Nacht. Das ist ja nett. Okay, die Gegner sind weg. Da oben ist einer. Oh, da ist auch ein Gegner. Hey. Oh, das sind zwei. Okay, auf geht's. Kriegen wir hin. Machen wir direkt einen Claps auf die Sprungfeder. Und hier machen wir einen Hilferuf. Ist doch gut an. Zielwasser. Oh nein. Bam. Schönes Ding. Ah, okay, das war nix. Dann machen wir wieder die Bombexplosion. Komm, auf dich. Hier auch auf den. Ey, Alter, jetzt haut mich nicht so krass. Was soll das? Oh, schönes Ding. Und bäm. Weg ist es. Schönes Ding. Dann machen wir... Ah, Bombenexplosion haben wir wieder. Sehr gut. Und dann können wir hier Schallknall. Auf geht's. Du Sack! Oh, er hat nicht mehr viel. Der hat nicht mehr viel. Oh, schönes Ding. Weg sind sie. Ich hab gewonnen. Und wieder ein Level höher. Und wir haben erhalten Zielwasser. Erhöht den Fernkampf. Angriff des Benutzers. Haben ganz viel Holz bekommen, Papierbrei und Weizen. Okay, ich glaube, Craften ist ja auch ganz gut aufgestellt. Finde ich gut. Hätte ich Bock drauf. Aber was ich vor allem auch gerne möchte, ist mal... Es wird noch weitere Monster geben, aber wir schaffen das. Ja klar, easy. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Lass mich raten. Du wurdest erst vor kurzem angespielt, richtig? Oh, hast du einen Kassettenspieler? Hier, bitte. Zurückspulen. Stellt die TP einer... Ah, vollständig wieder her. Verbraucht die Benutzung. Ach, wie cool. Ey, das sind ja richtig coole Sachen. So von wegen zurückspulen. Das ist ja nice. Was passiert hier? Ach ja. Komm, es geht hier lang. Ja, ey, ich... Gib jetzt.
Warte mal. Komm mal runter. Ach, ich kann gar nicht frei laufen. Oh, das ist ja schade. Okay, komm, dann lass uns mal hier. Ey. Der ist ein bisschen lahmarschig, muss man dazu sagen. Der ist hier wirklich ein bisschen lahmarschig. Aber wir holen uns mal hier die Gegner. Moinsen! Oh, okay, das sind ein paar mehr Gegner. Dann machen wir hier das Zielwasser. Brauchen wir nicht. Machen wir den Klaps wieder auf den. Auf die Drahtkappe. Und hier auf Spucken. Auch auf dich. Bam! Oh, das ist aber nicht sehr viel Schaden. Okay, cool. Alter, was baut der sich denn für Lego-Steinchen? Welle absorbieren eine bestimmte Anzahl eingehender Treffer und werden durch Angriffe mit Typvorteil sofort zerstört. Finde ich gut. Woher weiß ich, was ein Typvorteil ist? Bombenexplosion. Komm, mach mal auf den. Und dann hier Schallknall. Bäm! Scheiße. Ja, wenigstens ist der eine weg. Ey! Können wir das Ding auf jeden Fall platt machen. Komm, ein Klaps und hier nochmal spucken und Attacke. Sehr gut, platt sind sie. Fast wieder ein Level hoch. Eine verwertete Grundressource, für die du Gegenstände und Dienstleistungen erhältst. Plastik. Ich glaube, das ist einfach Geld. Aber ich finde das Setting ziemlich cool. Jetzt mal ehrlich. Siehst du das Monster? Man muss es irgendwie herlocken können. Okay, und wie? Vielleicht hier mit dem Ding? Ah! Verdammt, wollte ich eigentlich doch gar nicht. Die Verkehrskrabbe, Alter. Richtig lustig. Ey! Macht uns nicht so viel Schaden, okay? So, dann können wir doch hier die Bombenexplosion für das andere Ding nehmen. Und machen hier den Schallknall auf alle. Da müssen die eigentlich beide platt sein, richtig? Schönes Ding. Ja, nice. Genau so war es geplant. Schönes Ding. Und wir haben wieder Plastik bekommen. Okay. Was ist, wenn ich das Ding aktiviere? Das ist der Schalter. Ah, alles klar. Ja, dann komm her. Okay. Okay. Nimm Monstergestalt mit normaler Effizienz auf. Einfache Kassette. Okay. Zu den Monstern auf Neuviral gibt es einiges zu sagen. Wenn sie geschwächt sind, kann man ihre Essenzen, naja, auf Kassetten aufnehmen. Wir wissen nicht genau, wie das funktioniert, aber es funktioniert und das reicht uns. Okay, klar, easy. Ja, geil! Das wird unser erstes, Pokémon. Kann ich dich wirklich einfach so nehmen? Ja, dann auf geht's. Okay, ich kann... Einfach Kassette, ich kann dich... Ah ja, okay. Jetzt ist die Frage, wie lange das dauert, wie das funktioniert. Aber ich glaube... Ach so, sieht das aus. Dominotten sehen sich selbst als Hüter des Friedens und patrouillieren daher am Himmel über Waldgebieten. Das Einzige, was sie von ihren edlen Pflichten abhalten kann, sind helle Lichter, wie zum Beispiel Lampen. Schönes Ding! So, Tutorial Kassetten aufnehmen. Ob eine Aufnahme gelingt oder nicht, hat nichts mit Glück zu tun. Es gibt einige Faktoren, die dafür entscheidend sind. Wie viel Gesundheit das Monster hat, das kennt man aus Pokémon. Seine Stufe und Seltenheit, das kennt man auch. Wie viel Schaden du ihm beim Aufnehmen zugefügt hast. Und wie viel Schaden die aufnehmende Person erlitten hat. Okay. Das Verwenden von Statuseffekten zur Verstärkung von Angriffen auf das Monster, das du aufnimmst, kann den Schaden und deine Chance effektiv erhöhen. Solange ein Monster aufgenommen wird, kann es nicht fliehen oder besiegt werden. Also musst du dir keine Sorgen machen, dass es K.O. geht. Sehr gut, das ist natürlich geil. Oh, Sticker und Aktion. Auf welche Aktion die du beim Benutzen einer Kassette im Kampf Zugriff hast, hängt davon ab, welche Sticker sich darauf befinden. Du kannst neue Aktionen für eine Kassette erhalten, indem du sie mit Stickern aus deinem Inventar beklebst. Sticker nicht benötigter Aktionen können entfernt und dein Inventar. Okay. Du kannst Sticker beliebig oft verwenden, aber jeweils nur auf eine einzige Kassette kleben. Du kannst Sticker auf verschiedene Weisen erhalten. Durch das Füllen von Erfahrungspunktleisten der Kassetten, in Truhen oder Verstecken, die du findest, und bei bestimmten Händlern in Hafenstadt.
Aha. Dann zeig mal den Sticker. Okay, alles klar. Dann gehen wir wieder zurück. Wechsle jetzt zur aufgenommenen Kassette. Okay. Und jetzt. Aha. Ach so! Ich fange das Ding nicht ein, ich mache mir davon quasi eine Kassettenkopie. Und das ist ja cool. Das ist ja cool. So erhältst du neue Monstergestalten. Wenn ein Monster allerdings zu viel Schein erleidet, flieht es und du kannst es nicht aufnehmen. Alles klar, soweit? Also machen wir den Käfer fertig. Alles klar, ich verstehe es. Das ist ja cool. Das ist ja ein cooles Setting. Auf geht's. Und dann machen wir hier nochmal Spucken. Auf geht's. Bam. Ah, ich glaube, das reicht nicht, oder? Nee, scheiße. Ja, jetzt aber. Komm. Sack. Eis. Und Kampf gewonnen. Okay. 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 Was ist das jetzt? Von einigen Monstern erhalten wir Zusatzfähigkeiten, wenn wir sie aufnehmen. Also mehr als nur die Möglichkeit, uns in sie zu verwandeln. Keine Panik. Du kannst jetzt A gedrückt halten, um über lange Strecken zu gleiten. Hierdurch wird deine Ausdauer verbraucht. Spread your wings. Okay, krass. Alter. Sorry. Tut mir leid, ich hätte dich wahrscheinlich warnen sollen, aber ich dachte, es wäre einfacher, es dir zu zeigen. Ach, jetzt können wir darüber. Ah, alles klar. Und wie funktioniert das? Einfach hier gleiten und dann... Ah, alles klar. Okay, also das ist ja schon irgendwie ein ziemlich cooles Game, muss man sagen. Krass. Da, ich bin echt überrascht. Ich bin echt ein bisschen baff. Also es sieht ein bisschen Bomber-mäßig aus und natürlich dieser Pixel-Art-Style, das gefällt nicht jedem, aber cooles Game, auf jeden Fall. Okay, meine lieben Zugucker, dann mache ich nämlich jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Und dann passt auf euch auf, bleibt gesund und wie Sie sehen, wir hören uns im nächsten Part. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen aufnehmen. Also, in dem Sinne, haut rein, bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann, tschüss.